Sass Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fallout 4. Und ja, wir sind beim letzten Mal hier ja an der Stelle ziemlich auf die Schnauze gefallen, nachdem wir die Hunde hier drin ziemlich nachdem die uns ziemlich rasiert haben, die Hunde. Jetzt möchte ich mal schauen, ob ich das nicht verhindern kann. Ah, shit, der schießt trotzdem auf mich. Dann laufe ich jetzt trotzdem weiter. Ha. Aber nicht durchs Wasser. Kate, komm mit. Hey, geh dorthin. So, gut. Ich möchte nämlich hier jetzt auf jeden Fall zu unserem Spot kommen, wo wir hin müssen. Und mich diesmal nicht aufhalten mit den Hunden. Da drüben ist ein Geschützturm. Gefahr. Kampfhund. Er sieht mich, aber er macht nichts. Jetzt macht er's. Wow. Ich gleich schon wieder. Kate, was machst denn du da? Mit der Schrotflinte von der Entfernung. Ich würde es... Au! Ich würde es mit der Leuchtpistole mal gern ausprobieren. Mal schauen, ob die Minutemen jetzt kommen. Es können keine Minutemen zu Hilfe kommen, okay. Was ist denn los? Die Hunde sind ja gepanzert. Leichte Hunderüstung. Oh, da oben ist auch einer. Ja, den haben wir natürlich. Ruckzuck. Ich versuche jetzt mal... Die Karottenblumen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu flankieren. Komme ich von der anderen Seite besser ran. Oder auch gar nicht, ne? Nee, doch, es geht. Gut, ich komme drum rum. Nee. Komme ich da hoch? Ich glaube... Das muss doch gehen, ja. Ha. Hä? Warum falle ich durch die Leiter? Jetzt haben sie mich natürlich wieder gesehen. Okay. Dann brauchen wir was zu essen. Na, was gibt's denn? Eichhörnchen. Bisschen Eichhörnchen am Stiel gibt's. Ich glaube aber, es ist sinnvoller, wenn ich die hier nehme. Ist der schon mal weg? Raider Ödländer. Raider Psycho. Uah. Oh. Das ist schon ein legendärer Raider. Das wird hier gerade ziemlich knapp. Stimpack nochmal. Und gleich noch eins. Nein, nein! Ach komm schon! Jetzt habe ich gedacht, das sind gar nicht mehr so viele. Ich darf, glaube ich, mit dem Schwierigkeitsmodus hier nicht mehr ganz so offensiv vorgehen. Aber unsere Schleichfähigkeit ist auch noch nicht wirklich das Beste. Daher müssen wir das eben auf Distanz spielen. Gut, dann eben nochmal. Ja, und statt der...
dann würde ich gerne hier mal schleichen. Damit wir wenigstens die Hunde und die Raider da oben in dem Haus umgehen. Skalpell! Hier auch noch. Ja, gut. Was? Die können mich gar nicht entdeckt haben. Ich bin geschlichen. Was im. Wenn, dann werde ich es doch sowieso erst Vorsicht. Es müsste eigentlich erst Vorsicht heißen. Aber die wollen das nicht. Hm, okay. Egal. Wir sind ja schon weiter. Aber diesmal versuchen wir es doch mal anders. Shit, den habe ich ver. Den habe ich. Ja. Ich wollte die Luft anhalten. Und nicht. Einen Molotow, beziehungsweise zwei Molotows werfen. So. Die treffen uns von hier. Ja. Okay. Dann benutzen wir eben weiter unser Scharfschützengewehr. Warum treffe ich den denn nicht? Jetzt. Blöder Geschützturm, der kriegt aber nicht viel Schaden. Aber der. Irgendwas verfolgt uns. Oh, shit, 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 shit. So schnell kann ich mich doch nicht mal umdrehen. Mann, hey. Also das wird mir gerade wirklich etwas zu viel. Also das nervt mich. Ich meine, ich habe jetzt keine schlechten Waffen. Wir haben die auch schon aufgerüstet, aber scheinbar reicht's nicht. Und ich habe natürlich wieder nicht dort gespeichert, weil ich das einfach immer vergesse. Hilft nichts. Und jetzt waren wir schon wenigstens auf Distanz und dann geht der blöde Truck da in die Luft. Na gut. Wir werden es trotzdem nochmal probieren. Diesmal aber etwas anders und nicht an dem Truck. Und diesmal werde ich speichern. So, jetzt schauen wir doch mal von hier. Ist da oben einer? Nein, da sehe ich keinen. Hier ist noch ein Gebäude. Würde ich ja gern oben drauf, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, oben drauf zu kommen. Okay. Na gut, dann probiere ich es trotzdem von hier aus der Richtung. Und mach erstmal den Geschützturm kaputt. So, der Geschützturm ist kaputt. Irgendwas habe ich nicht. Jetzt kommen wieder die Hunde. Das war ja leicht. So. Die drei Hunde haben wir dann damit schon mal erledigt. Der Rest von denen sitzt da hinten. So. Ich sehe aber keinen. Wo ist der kleine Wichser hin? Da hat auch einer geschossen. Zum Teufel war das. Da oben. So muss das sein. Zack, ein Hammer. Oh, der brennt schon wieder. Aufschießen, dass der ein bisschen schneller hochgeht. Warte. Du verlierst. Noch ein Kampfhund, aber den kriegen wir auch so.
Werden wir gefunden? Na komm. Der kriegt wirklich nicht viel Schaden. Was ist denn los? Was die einstecken? Was ist denn weg? Kampfgewehr, Metallrüstung, gelber Pilotenhelm. Okay, ich brauche trotzdem jetzt noch was zu essen. Eichhörnchen am Stiel. Nehmen wir es zweimal. So, und dann probiere ich es jetzt nochmal mit der Laser Gun. Eigentlich nicht. Noch diesen zweiten Molotow-Cocktail reinwerfen. Hoffen, dass dann irgendwann mal Ruhe ist. Ja. Was? Ja, da ist wieder die Alpha-Wand dazwischen. Ganz toll. So, aber raus komme ich da wieder. So. Blut auf meinen Stiefeln. Okay, damit haben wir das Ganze hier jetzt doch noch geschafft. Das war jetzt eine ganz schöne Sache. Die haben einiges zu bieten gehabt für uns. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, ein bisschen was haben wir schon noch, aber ich möchte erstmal gucken, was hier noch so rumsteht. Außer natürlich solchen Tassen. Okay, da ist ein Terminal. Billardkugeln. Oh, die werde ich mitnehmen für die Siedlung. Die werde ich in der Siedlung auslegen. Da geht es anscheinend nach unten. Da kommen wir in die Toiletten. Ja, da gibt es doch wieder für uns Zeug zum Looten. Da ist nichts drin im Mülleimer. Spiegel. Doch, Stimpak. Ha. Okay, hier geht's auch noch rein. Okay, der schreckt mich nicht so. Da ist nix. Okay, der Schreibtisch ist auch leer. Die Kasse, da ist bestimmt was drin. Okay, der Terminal, der ist sicherlich für den Geschützturm gewesen. Ja, der ist für die Turmsteuerung. Die bringt uns natürlich nichts. Aber wir hatten natürlich noch ein oder zwei von denen oben. Im Bus hier scheint nichts mehr zu sein. Doch, da. Polunder und Hose. Aber ansonsten scheint hier außen gar nicht so viel zu sein. Aber wir müssen hier dann sowieso vorbei. Seltsam, dass ich hier vorhin nicht hochgekommen bin. Also ich finde den Spot an sich hier eigentlich ziemlich genial gemacht. Gut, das schaut gut aus, das auch. Rest können wir lassen. Da vorne war noch einer von den Hunden gelegen. Hier haben wir eine Waffenwerkbank. Rüstungswerkbank. Generator. Mich würde es ja eigentlich wirklich freuen, wenn wir das Ding hier besiedeln könnten. Aber ich glaube, das Glück werden wir nicht haben. Aber ich finde, das Teil ist sehr gut befestigt. Muss man sagen. Na gut, dann schauen wir mal hier in der Toilette. Da haben wir noch ein Erste-Hilfe-Päckchen. Da ist nichts in den Spiegeln, noch Redaway drin. Okay, dann schnappe ich mir noch schnell den Hund. Und das Zeug vom Hund. Hier. Ah, den haben wir, okay. Hier war jetzt sonst nichts mehr. Da waren noch zwei Hunde, die haben wir gelootet. Alles klar. Da kommen wir nicht rein, oder? Geht's da rein? Nein. Okay. Dann
Ja, schaut auch nicht so aus, als wenn da was dran wäre. Dann gehen wir doch gleich noch weiter. Wir haben ja nur noch 50 Meter bis zu unserem Spot. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht wieder irgendwas passiert. Und wir sterben. Ich nehme lieber vorher noch mal was zu essen. Wo haben wir denn da lieber am Stiel? Da noch was drin? Ja, vergoldetes Sturmfeuerzeug. Sehr schön. Polizeirevier, Südboston. Giddyup, Buttercup. Stück von einem komischen Pferd. Dann machen wir mal das Tor auf. Da ist alles drin. Ah, das ist das Polizeirevier hier. Dann gehen wir doch mal rein. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Munition für die Kampfflinte. Boah, ich dachte schon gerade, da steht einer in der Ecke. Wecker, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den können wir nicht entsperren. Schade. Das machen wir gleich mal aus. Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Ja, du schon. Ich nicht. Polizei revisiert Boston Beweismittelterminal. Den schauen wir uns gleich an. Benzinkanister. Ja, ich kann wieder nichts mehr tragen. Ach, wie schön. Hey. Was gibt's denn? Oh, die kann nichts mehr tragen, oder? Wenn ich das richtig... Doch, die kann sogar noch was tragen. Schau an. Na, dann trägst du natürlich auch noch was. Die Billardkö und... Das Kampfgewehr ist eigentlich... Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ist das jetzt ein... Aber das schaut doch fast so aus wie unsere... Kampfflinte. Die ist nur umgebaut. Okay. Jetzt kann sie nicht mehr tragen. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Schrott... Ja, genau. Ein bisschen Schrott reinpacken. Ups. Wollte jetzt gar nicht schießen. Dann schauen wir uns den Terminal noch an. Okay. Oh, das ist etwas hell. Gut, mal die Taschenlampe ausmachen. Trotzdem hell. Connellys Aufzeichnung. Schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl. Okay, gibt es wieder keine Karteninfo für uns. Da gibt es eine Winters Holoband-Aufzeichnung. Da gibt es keine. Auch nicht. Da gibt es auch keine Kartenmarkierung. Und da auch nicht. Okay, ich denke mal, der Rest wäre für uns sinnvoll gewesen. Schauen wir mal hier nicht, dass wieder in der Toilette irgendwo eine Mine liegt. Scheint mir den Leuten sehr Spaß zu machen, immer die Minen in die Toiletten zu legen. Das Schloss krieg ich nicht auf. Ja, toll. Ich will aber da dran. Ich schwöre, da war was. Oh shit, legendärer Albino-Mischling. Au, 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 au. Kommt schon, ihr dreckigen Schweine! Kommt her! Jetzt ist der auch noch mutiert. Oh shit. Ich weiß gerade gar nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Am besten gar keine, weil ich sterbe sowieso wieder. Und ich habe natürlich wieder keine Munition mehr für die Schrotflinte gehabt. Das ist natürlich sehr praktisch. Welche Waffen haben wir denn noch dabei? Die Kampfflinte, die Leuchtpistole, rechtmäßige Herrschaft, das Jagdgewehr, Mutantentöter... Impro-Repartierer. Ehrlich gesagt, wenn, dann müssten wir die, ja, eigentlich schon die Laserpistole, das Lasergewehr nehmen. Na gut, dann sammeln wir halt nochmal ein. Komm mal her. Hey. Ich muss jetzt dir das Zeug nochmal geben. So.
Welche Munition benutzt? Die 45er. Na gut, du kriegst erstmal die Kugeln für unser Billardspiel. Und dann noch die restliche Rüstung, die wir nicht brauchen. Gut, dann... Da war nichts mehr drin, außer im Spiegel. So, und jetzt speichern wir nochmal. Schaut mal, der kriegt überhaupt keinen Schaden. Oder fast nicht. Ich nehme jetzt trotzdem... Jetzt war es ein ganz normaler Hund, oder wie? Und toll. Ich hätte lieber den legendären gehabt, aber gut. Man kann nicht alles haben. Raider. Doppelläufige Schrotflinte. Ah, okay. Ja, wenn wir das von hier außen nehmen können, gerne. Aber wir können natürlich auch drüber hupfen und einfach uns den Bilderrahmen von hier schnappen und ein One-Safe. Experte. Ach komm schon, hier ist wieder alles auf Experte. Und ein Polizeiroboter. Und einen Haufen Tassen. Natürlich ganz typisch für ein Polizeirevier, einen Haufen... Was? Wo ist die? Die leuchtende... Ja. Eine leuchtende Red Kakerlake, aber ansonsten ist im Verhörraum hier nichts mehr. Das scheint es auch gewesen zu sein, habe ich das Gefühl. Ja. Aber meine Kartenmarkierung muss ich mir noch wieder abholen. Genau. Die war hier dabei. So. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt das... So, nochmal nachladen. Dann haben wir das Polizeirevier soweit eigentlich auch schon geleert. Ich hätte natürlich gerne den legendären Hund gelegt, aber natürlich haben wir jetzt eine andere Schwierigkeitsstufe und dadurch müssen wir unsere Waffen natürlich auch ein bisschen besser aufwerten. Das wird noch alles im Laufe der nächsten Zeit kommen und ich meine auf Level 16, wo wir jetzt gerade uns befinden, ist es auch, denke ich, etwas schwierig gegen solche legendären Gegner. Ich meine, es hat uns nicht davon abgehalten, einen Behemoth zu töten oder den guten Swan, aber beim Swan waren wir ja auch in unserer Powerrüstung gesteckt. Das gibt natürlich einen deutlichen Unterschied. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir wollten ja Richtung Burg laufen. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. So weit sind wir gar nicht mehr entfernt von unserem Treffpunkt. Die Markierung entfernen und dann gehen wir zu unserem Treffpunkt der Minutemen. Das ist, glaube ich, kein... Entschuldigung, Sir. Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Warum? Tatsächlich? Warum das denn? Denn ich habe was, was du brauchst. Im Ernst. Ich weiß, dass du das brauchst. Woher ich das weiß? Einfach nur, weil du hier bist. Wenn jemand im Commonwealth überlebt, und zwar lange genug, um durch die Innenstadt von Boston zu wandern, dann hat er die Dinge im Griff. Du hast es einfach drauf. Und was brauche ich deiner Meinung nach? Was super Besonderes, nicht mehr und nicht weniger. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Komm, jetzt red nicht weiter um den heißen Brei herum. Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Eine Kreditkarte, willst du mich verarschen? Es gibt nicht mal Strom, wenn du keinen Generator hast, mein Freund, und du kommst mir hier mit der Kreditkarte. Erzähl mir mehr darüber. Okay, mach ich. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte.
Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Und das ist kein Betrug oder so. Hast du mich das wirklich gerade gefragt? Hältst du mich für einen Betrüger? Meinst du, dass ich es so weit gebracht habe im Leben, in dem ich Leute übers Ohr gehauen habe? Ich bin ein Unternehmer. Das hier ist grundsolide. Du hast wohl den Verstand verloren. Okay, tut mir leid, dass du das so siehst. Aber dein Verlust. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich findest. Volltrottel. Ich glaube, mein Freund, du hast da was falsch verstanden. Ich brauche keine Kreditkarten von Trickbetrügern. Eigentlich wollte ich ihn gerade nur beklauen, aber ich habe statt E alt gedrückt und habe deshalb ihn niedergeschlagen. Da, Supermutanten und cool, wir müssen da hin, also würde ich sagen, da machen wir wieder ein großes Fass auf, wenn wir da jetzt hingehen. Was ist das eigentlich? Sind das wieder... Ah ja, okay. Fleischbällchen. Ich würde sagen, bevor wir dieses Fass aufmachen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen von der Folge hier. Und lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch alles unter Umständen sehen wollt. Ob ihr irgendwelche Mods wieder für mich habt, die ich installieren soll. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert mich einfach. Ich würde mich sehr freuen drüber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!